Abschied. Thank you, Kekek steht auf dem Auto drauf. Ich denke, er wird diese letzten 15 Runden noch einmal genießen. Vielleicht mit ein klein wenig Wehmut, wer will es ihm verdenken? Ludwig Reuter, Alzen, vernommen. Eine unglaubliche Startaufstellung. Und nicht eine Startaufstellung, die durch Ausfälle, durch Unfälle zustande gekommen ist, sondern eine Startaufstellung, die erfahren worden ist, erkämpft worden ist. Das Grummeln der V6-Motoren, alle mittlerweile jenseits von 460 PS, aus 2,5 Liter. Ja. Ersten linken Tribüne die Fahnen hoch und die Helden kommen. Die Helden sind das ein oder andere Mal größere Sichtprobleme, vor allen Dingen, wenn sie Öl auf der Scheibe haben. Aber das soll im Moment nicht unser Problem sein. Noch einmal. Eine erste Startreihe fürs Guinness-Buch der Rekorde. Zwei Opel vorn, Ludwig und Punkteränge erreicht im ersten Durchgang. 15 Runden. Die letzten 15 Runden 1959, meine Damen und Herren. 1995, nicht 59, sondern 95. Freuen wir uns drauf. Da setzt man sich langsam in Bewegung. Da kehrt ein klein wenig von der Spitze. Klaus Rutsch bestimmt das Tempo an der Spitze. Jetzt ist sie rum. Und ab in die Ostern versucht Jörg von Ommen zu kommen. Jörg von Ommen mit dem besten Start. Schauen Sie den Uwe Alzen an. Uwe Alzen schon an den Calibras dran. Jörg von Ommen zweite Position. Uwe Alzen dritter, vorbei an Reuter und vorneweg Klaus Ludwig. Der hat 70 Rennen in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Und dann haben wir noch einen, der ist, fährt heute sein 100. Rennen. Habe ich aber vergessen, wer das ist, ist auch nicht so wichtig. Altes Bild. Ja, der Gerd Hoch fährt sein 100. Rennen an diesem Wochenende. In der DTM, jetzt fällt es mir wieder die Schuppen aus den Haaren. So, da haben wir ihn. Klaus Ludwig, Jörg von Ommen, Manuel Reuter, Didier Lertot und Sandy Baum schon wieder attackiert. Er kämpft wie ein Motor, scheint abgestorben zu sein aus der Traum dein teuer Bartels. Da blitzte das Können von Michael Bartels in diesem Jahr auf bei seinem Doppelsieg in Diepholz. Jetzt wird er den ganzen Feld hinterher jagen müssen. Aber ansonsten aus italienischer Sicht hängen im Schacht. Das darf man wirklich sagen an diesem Wochenende. Tut mir sehr leid. Den hätte ich auch nun wirklich einen achten. Und Manuel Reuter hat sich von dem Schreck des Starts erholt. Hat mittlerweile Uwe Alzen im Visier und auch Sandy Grau hat sich gleich schwimmen können. Sieger in diesem Jahr beim 24-Stunden-Rennen hat sich absetzen können. Der schnellste im Feld ist im Moment Manuel Reuter mit Sohn. Dann Sandy Grau, der in der Zwischenzeit, ich will nicht von komfortablen 0,75 Sekunden sprechen, aber er hat sich zumindest mal freischwimmen können, braucht sich nicht mehr nach hinten, sondern kann sich nach vorne orientieren. Aber der Uwe weiß. Der Uwe weiß und attackiert. Gerade hat er schon wieder den Hammer rausgeholt und wäre um ein Haar vorbeigezogen an Mann, an Jörg van Ommen. Weiß natürlich auch, wenn er den Jörg van Ommen in die Kiste fährt und der fliegt ab, dann hat er größere Probleme. Reuter ist wieder dichter dran gekommen. Lertot unter Druck von Sandy Grau. Konzentrieren wir uns mal auf die verfrühte Auto, das jetzt in der Sachs-Kurve ist. Protein, trotz Auflösungserscheinungen immer noch. Mailänder hat sich in der Zwischenzeit die Eleanor gekrallt. Eleanor hat Probleme, zeigt er Nerven. Er weiß, dass er dort hochgradig gefährdet ist durch Uwe Alzen. Nerven zeigen auch die Alpha-Piloten. Da waren sie mit allen vier Ohren im Sand. Ich glaube, das war Nicola Larini, der dort, nein, das war Nannini, der von Magnus niedergerungen wurde. Was ist bloß mit der Alpha-Piloten? Jetzt geht's auf. Vergiss den Krempel aus dem ersten Durchgang. Die Lechtor, und an dem muss man erstmal vorbeifahren. Das darf ich Ihnen versichern. Van Ommen, Alzen und Reuter, immer noch das Gleiche. Als ob er dem Jörg van Ommen ein klein wenig seiner grünen Farbe kostenlos abgeben wollte. Wollen wir warten. Spitze ist gleich wieder da. Klaus Ludwig, Van Ommen, Alzen, hat sich absetzen können von
Didi Lechto und von Yannick Dalmas. Bernd Mailänder hat gewaltig Boden gut gemacht in der Zwischenzeit. Er liegt ja in achter Position. Spitze kommt. Es sind noch 7 Runden zu fahren. Reuter attackiert Alzen, aber Alzen hat einen Bärenbeschleunigen weg. Aber jetzt ist Reuter dran. Und das ist zu glauben, was macht denn der von oben da? Der macht die Tür sperrangelweit auf. Und da braucht er noch nicht, um wahrlich nicht sich zu wundern, dass der Uwe Alzen die offene Tür wahrnimmt, den Fuß reinstellt und vorbeifährt. Und jetzt guckt er, wie wenn die Gans, wenn es bei der Gans donnert, der gute Jörg von Ommen, und schaut dem Uwe Alzen ins Auspuffrohr. Also ich bin ein ziemlich bisschen sprachlos, wenn ich das mal so unbeholfen sagen darf. Reuter ist es da mit der Moral am Ende oder er hat Probleme mit seinem Auto. Also da ist doch der irgendwas, der Hund bekam. Zweiter Platz, man ziehe sich das einmal rein zu sein. Dann kommt Van Ommen, dann Reuter, dann Grau und ich denke, dass auch unser Freund Gigi Lechto jetzt neu morgen Luft wittert. Der Alzen in zweiter Position. Ich halt's nicht aus. Reuter attackiert, will nochmal auf Siegerpodest. Kommt Sandy, dass da nichts anbrennt. Sandy Gau. Im Hintergrund die Laufzeit von den 7 dort vorne sind, gehören dort 6 einfach gar nicht hin. Ludwig zieht dort. Reuter versucht es immer wieder. Immer wieder Grau. Was ist mit Reuter? Grau setzt sich neben Reuter, die beiden nebeneinander jetzt ins Motodrom. Grau steckt zurück. 2 Runden, damit dieses lockere Spielchen fortgesetzt werden kann. Reuter jetzt wieder dran. Vernommen. Da scheint die Dachhofenkurve, da scheint der Allreiche Kanibal eine Frontende zu haben. Da kommt Reuter jetzt, versucht es. Aber was ist denn mit dem Auto von Reuter los? Das scheint nicht in Ordnung zu sein. Das ist noch eine Runde. Eine Runde noch für Klaus Ludwig, um den zweifachen Triumph von Opel voll zu machen. Eine Runde noch für Uwe Alzen, um den größten Erfolg seiner Karriere zu feiern. Eine Runde noch für Sandy Grau, längsseits neben Manuel Reuter zu gehen, was er jetzt wieder versucht hat. Schauen Sie sich das Auto von Reuter an. Es brennt. Halten wir die Daumen, dass der die letzte Runde überstehen mag. Die Flammen werden immer größer, was auch immer das sein mag. Ich will das nicht beschreiben, aber das Auto von Reuter hat Feuer gefangen. Und in der losen Position sitzt natürlich Sandy Grau, der sich das alles mit anschaut. Das wird immer schlimmer, das Feuer. Immer schlimmer. 5 Kilometer muss Beschlag tun. Ich bin sicher, dass Reuter das nicht weiß. Ich bin sicher, dass Reuter nicht weiß, dass sein Auto hinten links in Flammen steht. Für 4 Kilometer, wo ja auch noch Gigi Lechto mit von der Partie ist. Und der wird es nochmal versuchen. Da fährt jetzt Jörg von Ommen die Kampflinie, fährt nach Niederdrohweinweg, nämlich Klaus Ludwig. Das Unglaubliche wird wahr. Wunder gibt es immer wieder. Klaus Ludwig wird zweifacher Sieger bei der deutschen Tourenweltmeisterschaft. Alle Opel-Fans hier im Stadion in Weißenrund und der Wagen von unserem Freund Uwe Alzen kommt in einer unfassbaren zweiten Position ins Ziel, während Jörg von Ommen die dritte Position an seinem Auto, die auch erkennbar waren durch das Feuer, das wir gesehen haben, aber er ist im Ziel in dritter Position. Sendigau ist Fünfter, großartiger Fünfter. Sechster wird Gigi Lechto, Yannick Dalmas an 7. Und sein Teampartner Klaus Ludwig hier im Motodrom gefeiert wird. Das Rennen von Sandy Grau, der jetzt hier bei Start und Ziel einläuft. Der Augsburger, der im ersten Durchgang Pech hatte, im zweiten Durchgang alles gegeben hat, die 5. Position holt. Jan Magnussen dürfte seine Gedanken machen. Badet in der Menge genauso, der jetzt zu Start und Ziel zurückkommt. Den ersten Sieg, den ersten Doppelsieg von Opel in hier ein Triumph. Und jetzt, meine Damen und Herren, in der Südtribüne, da kommt Keke Rosberg. Es ist Ihr Keke Rosberg, es ist Ihr Applaus für einen grandiosen Motorsportler, der jetzt die letzten Meter seiner Karriere, seiner Rheinfahrerkarriere bestreitet. Er fährt sein Auto jetzt ins Parc Fermé hinein und das war's dann. Danke, Keke.